Und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Outlast 2. Ja, ist das nicht... Boah. Au, wow. Das ist doch mal was, was man sehen will. Errungenschaft freigeschaltet. Durchhalten. Ich habe keine Verbände. Ich hatte doch welche. Hallo? Ich weiß, ich habe euch schon beklaut, aber habt ihr... Die haben mein Inventar geläumt oder geräumt. Mit dicken Daumen. Guck dir mal die Daumen an. Ja, das wird's tun. Das reicht. Ja, und damit. Hallo. Oh Mann, ey. Ja, und wir haben natürlich unsere Kamera nicht, denn in der letzten Folge wurden wir natürlich gekreuzigt und, ne? Haben keine Kamera mehr. Sorry. Siehst du, wir haben ihr doch zugewunken, damit sie sich auch wohlfühlen. So. Hallo. Ja, Gewehr. So. Du hast nichts gesehen. Okay. Also, ich entschuldige mich dafür, dass es dunkel ist, aber eigentlich auch nicht, weil da kann ich nichts für, weil jetzt haben wir natürlich keine Nachtsicht mehr. Man könnte eventuell behaupten, ein Déjà-vu-Erlebnis zu haben, dass das ähnlich sein könnte wie bei Outlast 1, aber... Mein Gott. So ist das halt. Kunst gebiert Kunst, oder wie war das nochmal? Ah. Ich glaube, die haben mitgekriegt, dass wir nicht mehr da sind. Ja, da, irgendjemand hat da ganz, ganz aggressiven Brechdurchfall da in der Ecke. Irgendwo. Ja. So. Hallo. Ist das da ein Verband? Muss mal eben kurz. Ja. Will you be coming round the mountain when she comes? So, jetzt haben wir das mal einmal tatsächlich gemacht mit dem Abschließen. Ja, und ja, hier unten ist natürlich dunkel, aber ich glaube, das war gar nicht der schlechteste Weg. Ich kann jetzt auch nicht hören, wo der ist. Also lauschen mit der Kamera, weißt du? Habe ich ja ein, zwei Mal gemacht, was natürlich, weiß nicht, wir haben bisher, ich glaube, das dürfte die erste Schleichaktion gewesen sein, die funktioniert hat. Sprach er und ist in einer Sackgasse. Oh, ne, doch nicht. Hallo. Ich finde das gut, dass die anderen Kletterer immer sehr, sehr, sehr stark geblutet haben, die vorher lang gelaufen sind. Das macht es einfacher für mich. Beim Autospeichern tatsächlich mal ein paar Frames verloren, das ist ja selten. Okay, okay. Ich schau erstmal hier lang. Guten Tag. Verehrte Herren, edle Dame. Alles klar, dann. Vor allem hier. Alter, die Mucke.
dieser ganz, 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 ganz kleine Spitze, die da auf dem Boden liegt. Ich muss mir das mal ein bisschen leiser machen. Warte mal. So. So. Ich habe das gerade sehr laut auf den Ohren. Das ist nicht gut. Hallo? Okay. Ja. Platsch. Du hast mich nicht gesehen. Ich habe das, also ich glaube, wir müssen untertauchen, sobald wir da reinspringen, oder? Das ist wahrscheinlich am besten. Ich weiß nicht, wie lange ich unter Wasser bleiben kann. Nicht mehr lange. Geht weg. Geht weg. Gehen die überhaupt weg? Oder muss ich da langsam vorbeischleichen? Wie komme ich denn da weg? Jetzt mal ernsthaft. Ich war gerade eine halbe Sekunde oben und der hat sofort mich gesehen. Da kann ich doch. Oder ich mache einfach hier. Naja, da komme ich auch nicht vorbei. Vielleicht die andere Richtung. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen. Ein bisschen irritiert. Oh. So. What am I supposed to do now? What am I supposed to run? Also jetzt mal ehrlich, das ist unfair. Manu. Also, ich war gerade ganz am Anfang. Also beim ersten Mal wusste ich natürlich nicht, dass er kommt. Beim zweiten Mal ewig lange unter Wasser, bis ich automatisch wieder aufgetaucht bin. So. Er kommt an, ich gehe unter Wasser. Und sobald ich nach oben gehe, bin ich tot. Ich habe halt einfach keine Chance. Ich habe. Hä? Wie doof ist denn jetzt diese Szene, bitte? Also das finde ich jetzt irgendwie dumm. Da sehen die mich auch, ne? Klar, und ich bin tot. Boah, das ist dumm. Also, sorry. Sorry, falls ich jetzt gerade ein bisschen salzig wirke, aber das ist irgendwie. Ich habe keinerlei Idee, auch gerade. Vor allem, weil er nicht geht, ne? So, da bin ich schon zu nah dran. So, jetzt bin ich unter Wasser.
Also beim letzten Mal war der irgendwie. Sind die nicht gegangen? Naja, egal. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Das Spiel ist super. Ich habe keine Verbände mehr zu tragen. Alles klar. Hier ist ein bisschen dunkel. Kamera. Ich habe. Ja, hallo. Oh Mann. What the fuck? Oh, endlich was zu trinken. Okay, irgendwie komisch gerade mit dem mit der Szene. Fand ich nicht so cool. Don't let me go. Lass mich nicht gehen. How the fuck do I get out of here? Das weiß ich natürlich nicht. Schön. Schön. Schön, schön, schön. Oh, Schnee. Ich bin mal gespannt, ob wir dieses Jahr Schnee bekommen. Also ich finde Schnee auch immer nur zum Angucken. Zum Angucken schön, wollte ich gesagt haben, Spiel, danke. Zum drauflaufen, ja, kann man drüber streiten. So, 12 Minuten und 9, alles klar. Ich habe das Gefühl, dass wir uns immer mal wieder so ein bisschen im Kreis sehen. Suffering. Suffer the children, wie? Okay. Weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das übersetzen soll. Leide die Kinder. Komm ich da rein? Ja. Weiß ja nicht, welche ich hier will. Oh nein, flackernde Lampen. Oh, hallo. Hallo. Okay, ich dachte gerade, da wäre etwas hinter der Tür. Ich bin mir ja immer noch nicht sicher, was in dieser Schule passiert ist. Also irgendwie schon. Ich glaube, Jessica wurde in den Tod gemobbt. Das ergibt ja schon Sinn. Aber schon krass. Muss ich da noch? Komme ich daher? Da ist wieder das Badezimmer, das Schöne. Habe ich gerade auch gedacht. Schön, dass die Türchen noch offen sind. Ich muss mal kurz ans Telefon. Entschuldigt mich kurz. Einen Moment. Du nicht, oder? Nein. Welches Telefon denn? Genau. Ich glaube, wir gehen nicht ans Telefon. Was meint ihr? Was meint ihr? Wäre gut, oder? Eine gute Idee. Ich glaube, ich drehe mich einfach um und renne. Da. Nicht da lang? Da war zumindest ein Ausgangsschild. Hallo? Könnt ihr mich einfach mal weiterverfolgen? Ich fühle mich ein bisschen alleingelassen von dem. Doch. Finde ich jetzt nicht gut. Tut das einen so auf besten Freund und lass mich nicht alleine und dann sowas. Ich hier lang? Ja. Das Büro gehe ich nicht mehr. Das war frech zu mir. Schon wieder Telefon.
Guten Tag. Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Someplace safe, where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. Das ist ein ASMR-Telefon oder was? Ist das so sein? Weißt du, kennst du das, wenn Musik so tut, als nach dem Motto so in 5 Sekunden passiert was und dann wird die Musik immer lauter? Toll. Ich versteck mich. Nein, ich bin tot. Hi! Ah, die alte Freunde. Wie unangenehm. Und dass Jessica uns auf eine falsche Fährte führt, finde ich frech. Finde ich nicht gut von ihr. Moin. Tür zu. So, hier lang. Ah ne, da konnte ich was. Na toll. Habe ich erwähnt, dass ich in solchen Spielen nicht gut bin? Aber habt ihr bestimmt schon gewusst, oder? Also. Vielleicht folge ich mal nicht der Markierung. Einfach mal direkt hier lang. Oh nein! Oh nein! Bah. Wie fies. Aber ich könnte mich irren. Deswegen, also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das war ein falscher Weg. Ich gehe einfach in das erste. Oder kann ich hier lang? Da kommt er auch, mein Gott. Da komme ich auch nicht lang. Die Tür tut nicht. Wow. Jetzt habe ich mich irgendwo festgebackt. Dying over and over again until you know what you are supposed to do. Ich gehe einfach hier lang. Hätte ja sein können, ne? Ein Moment, ich muss eben kurz die Tür zumachen. Ein Moment, warte. Ich vergesse immer wieder die Kamera. Ich weiß, dass das nichts bringt, weil der da auch wieder sitzt. Aber. Oh, wie gemein. Wie gemein. Wie gemein. Capo Abyssumatrum, was? Nutze den Abyssus, keine Ahnung. Lass mich. Leert.
Nichts ist elender als sich selbst zu bemitleiden. Und ich vertraue dir, dich einer derartigen Weibersünde nicht schuldig zu machen. Wenn die Jünger, die ich dir anvertraute, Hunger, Schmerz und Angst erfahren, so ist dies eine Notwendigkeit ihrer fleischlichen Sünde und der Wille des Herrn. Ich schicke euch Speis und Wein, wie der Herr es will, und nicht mehr als das. In Visionen sah ich die Plage wachsen und unser Leiden bekam so groß, dass keiner unter uns mehr leiden konnte. Freue dich also, finde Trost darin, dass wir am Höhepunkt unseres Leidens sind und bald in das ewige Paradies einziehen werden. Kannst du dein Volk nicht mit deiner Zunge führen, so nutze die Fäuste des Trägers. Papa liebt dich und Gott wird dich erlösen. Knut. PS. Anbei ein Beutel gesalzener Grillen, die Nick so liebt. Lass ihm bitte zukommen und sag ihm, dass sie ein Geschenk von mir sind. Ja, der Papa kümmert sich. Ja, wir haben es geschafft. War ein bisschen dumm, muss ich sagen. Aber ich, weißt du, der ist hinter dir her, da gehst du doch nicht einfach in den Schrank, sondern wenn ich ihn nicht sehe, dann sieht er mich nicht. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.